Hallo und willkommen bei worldofguns.de. Mein Name ist Ulrich Kastner und ich stelle Ihnen heute die tschechische CZ Modell 38 vor. Diese Waffe mit einem besonderen Aussehen hatte in der Tschechei auch den Spitznamen Nussknacker. Das wohl vermutlich wegen ihrer besonderen Funktion zum Öffnen und zum Zerlegen der Waffe, wo hier nach oben aufgeklappt werden konnte. Und das dürfte er wohl diesen Spitznamen eingebracht haben. Bei der CZ Modell 39 handelt es sich um eine halbautomatische Pistole mit einem unverriegelten Masseverschluss im Kaliber 9 mm kurz oder auch 9x17. Diese Waffe wurde vom tschechischen Militär in Auftrag gegeben, um die tschechische CZ Modell 24 abzulösen. Das war eine relativ kleine und kompakte Pistole. Die CZ Modell 38 wurde noch ein Jahr lang in der Tschechei unter tschechischer Regie gefertigt. Nach der Annexion durch die Deutschen 1939 wurde diese Waffe weitergefertigt, aber als deutsches Hilfsmodell mit der Modellbezeichnung P39T und hatte dann natürlich auch dementsprechend eine WAA-Abnahme. WAA steht also für Waffenamtsabnahme. Die CZ Modell 38 ist eine Waffe, ja, eine relativ unhandliche Waffe meines Erachtens. Sie konnte 8 Patronen laden und wurde im Dritten Reich vorzugsweise dann auch an die Luftwaffe ausgegeben. Werfen wir nun einen Blick im Detail auf diese Pistole. Beginnen wir auf der rechten Seite. So sehen wir hier wieder Modell 38 die tschechische Abnahme und Bezeichnung E7, den tschechischen Löwen und 39. Werfen wir einen Blick auf die gegenüberliegende Seite. Wir sind auf der linken Seite. Sehen wir hier die Bezeichnung für die Fertigungsstätte, ferner die Waffennummer und bei diesem Modell hier auch die Bestempelung SA. Diese Waffe war also bei der finnischen Armee im Einsatz. Auf den Griffschalen wieder das Herstellerlogo CZ. Werfen wir einen Blick von unten auf die Waffe. So haben wir hier die Entriegelung für das Magazin. Insgesamt konnten 8 Patronen geladen werden. Der Blick von hinten auf die Waffe. Hier noch eine Besonderheit. Diese Waffe war eine Double-Action-Waffe. Das heißt, der Hammer konnte nicht von Hand gespannt werden oder nur äußerst mühsam, sondern die Waffe wurde im Grunde genommen mit einem Spannen auch gleich abgeschlagen. Von oben und von vorne. Hier auf der Seite die Entriegelungstaste zum Öffnen. Ein sehr einfacher Mechanismus und so konnte auch der Lauf sehr schnell entnommen und die Waffe sehr einfach gereinigt werden. Werkzeug war dazu nicht erforderlich. Und zusammengebaut war auch alles ruckzuck und schon ist die Waffe wieder einsatzbereit. Bei worldofguns.de finden Sie unzählige Ordnanzwaffen, aber nicht nur Ordnanzwaffen, Sammlerwaffen, alte Vorderladerwaffen, Luftdruckwaffen, moderne Sportwaffen, alles, was das Herz begehrt. Wenn Sie Jäger sind, Sammler oder Sportschütze, schauen Sie doch rein auf worldofguns.de. Hier finden Sie Daten zu 35.000 Modellen und zu über 14.500 Modellen
erhalten sie auch bereits Bilder, insgesamt mittlerweile über 43.000 Abbildungen. Worldofguns.de können Sie 30 Tage lang kostenlos testen.